Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Und Punkte 3 und 61 rufe ich zur gemeinsamen Beratung auf. Hier geht es um das Krankenhaustransparenzgesetz und die Entschließung zur kurzfristigen wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser. Ein Antrag von mehreren Ländern, die ich jetzt im Einzelnen nicht mehr aufzähle. Wir haben mehrere Wortmeldungen. Wir beginnen mit Herrn Minister Laumann aus Nordrhein-Westfalen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir uns in der Beurteilung dessen, dass unsere Krankenhäuser zu den wichtigsten Versorgungseinrichtungen unseres Landes gehören, alle einig sind. Der zweite Punkt ist, wir wissen alle, dass unsere Krankenhäuser unter einem erheblichen Kostendruck stehen. Und deswegen haben auch die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen, Anhalt und Schleswig-Holstein einen Entschließungsantrag eingebracht. Unsere Krankenhäuser sind personalintensive Einrichtungen. Und natürlich ist es so, dass Lohnkostensteigerungen in diesen Bereichen ein Krankenhaus vom Budget natürlich erheblich herausfordern. Ich glaube, dass wir auch alle einig sind, dass die Lohnsteigerungen im Krankenhausbereich gerechtfertigt sind. Denn wir arbeiten seit langer Zeit, auch parteiübergreifend, länderübergreifend dafür, dass in den Krankenhäusern tarifliche Entlohnungen gelten. Aber da müssen diese tariflichen Entlohnungen auch vom Kostenträger, und das sind für die Betriebskosten die gesetzlichen und privaten Krankenkassen, im vollen Umfang refinanziert werden. Das ist zurzeit nicht sichergestellt. Es ist auch in der Vergangenheit nicht sichergestellt gewesen. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser Punkt eine große Rolle spielt. Deswegen finde ich auch, dass die Protokollerklärung, von der ich gehört habe, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber er holt natürlich die Probleme der Vergangenheit nicht auf. Und er ist auch keine Antwort auf weitere Kostensteigerungen, die wir bei den Betriebskosten in den Krankenhäusern dauerhaft bei Energie, bei Lebensmitteln, bei vielen anderen technischen Geschichten haben. Und von daher brauchen unsere Krankenhäuser schlicht und ergreifend auch eine volle Refinanzierung der Entwicklung der Kosten, denn Krankenhäuser haben keine anderen Einnahmen wie die Einnahmen aus den, um die Betriebskosten zu finanzieren, wie die Einnahmen aus den gesetzlichen und privaten Krankenkassen, die für diese Finanzierung zuständig sind. Ich will einen weiteren Punkt ansprechen. Wir diskutieren ja auch in dieser Debatte über das Transparenzgesetz. Ich will es ganz klar sagen, dass dieses Transparenzgesetz in der Zielrichtung Transparenz über die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser und über die Qualität der medizinischen Behandlung herzustellen, vernünftig und richtig ist. Aber wir sind zurzeit ja auch dabei, in vielen Bundesländern ohnehin, aber auch in Gesprächen zwischen Bund und Ländern, zu einer anderen Krankenhausfinanzierung zu kommen, teilweise die Rücknahme der diagnosebezogenen Fallpauschalen, die Einführung von Vorhaltepauschalen und die Frage, nach welchen Kriterien machen wir Krankenhausplanung. Wir machen das, solange ich denken kann, über die Planung von Betten. Wir wollen das gerne zukünftig über die Planung von Leistungsgruppen machen. Ich bin in Nordrhein-Westfalen zurzeit mitten in einem solchen Prozess und weiß auch so ein bisschen, wie das in der Realität ist. Wir haben dafür 64 Leistungsgruppen entwickelt. Natürlich müssen die auch in der Qualität überprüft werden. Aber wenn man dann, bevor die Länder die Chance haben, dieses, was wir ja auch noch gar nicht in ein Gesetzgebungsverfahren gebracht haben, wo wir noch in Gesprächen zwischen Bund und Ländern sind, ob wir da überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner kommen, was dann ein Transparenzgesetz soll, was eine vorläufige Zuordnung der Leistungsgruppen zu den Krankenhäusern quasi vorwegnimmt, das schränkt nach meiner Meinung de facto die Planungshoheit der Krankenhäuser, der Länder über ihre Krankenhäuser erheblich ein. Denn wie will man, wenn vorher durch einen Akt Leistungsgruppen zugewiesen sind, dann, wenn man in den Ländern aber aus guten Gründen zu einer anderen Überzeugung kommt, dann hat das natürlich in jedem Einzelfall eine erhebliche öffentliche Diskussion. Und deswegen ist dieses Gesetz eine wesentliche
Erschwernis in der Krankenhausplanung der Länder. Und deswegen ist es auch richtig, den Verbindungsausschuss damit zu beschäftigen. Denn es wäre ja richtig, ein solches Gesetz in Kraft zu setzen, wenn wir in den Ländern die faire Möglichkeiten hätten, vorher auf Grundlage eines neuen Krankenhausplanungsgesetzes überhaupt erst einmal in einen ersten Schritt selber ohne Vorgaben die Leistungsgruppen zuzuweisen. Und deswegen finde ich, muss man auch an den Ziel des Vermittlungsausschusses trotz der Protokollerklärung festhalten. Ich will an diesem Punkt noch einmal klar sagen, die staatliche Ebene müssen eins einsehen, wer für was zuständig ist. Die Planungshoheit über Krankenhäuser muss bei den Ländern bleiben, weil wir besser wissen, wie die Krankenhausstruktur in unserem Land ist, die in Deutschland in den Regionen sehr unterschiedlich ist. Das kann man nicht zentral von Berlin aus machen. Und der zweite Punkt ist, der Bund ist stark in der Betriebskostenfinanzierung. Und deswegen sitzen wir ja auch zusammen, um Krankenhausplanung und Betriebskostenfinanzierung eng zueinander zu bringen. Denn unsere Krankenhäuser brauchen am Ende ein System, wo das Planungssystem und das Betriebskostensystem vernünftig ineinander greift. Sonst machen wir eine schlechte Arbeit für die Krankenhäuser. Und darum geht es natürlich bei dem, was wir auch gestern wieder mehrere Stunden besprochen haben. Aber dieses Transparenzgesetz zum jetzigen Zeitpunkt, auch mit einem Inkrafttreten im Oktober des nächsten Jahres, ist zu diesem Zeitpunkt einfach zu früh. Wir in den Ländern müssen erst einmal die Leistungsgruppen zuweisen. Länder, die noch gar nicht dabei sind, werden dafür auch noch 2-3 Jahre brauchen. Ich weiß, wie lange so ein Prozess ist, bis sie ihn umsetzen können. Und ich finde, diese Zeit muss man geben. Und dann wäre ein solches Gesetz wahrscheinlich richtig. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, besten Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben noch eine ganze Reihe von Rednern. Ich weise nur prophylaktisch für die nächsten Redner so mal kurz darauf hin, dass wir eine Redezeit vereinbart haben von 5 Minuten nach Geschäftsordnung. Wir gehen weiter mit Herrn Minister Lucher aus Baden-Württemberg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gehört vom Kollegen Laumann, die Gesundheitsversorgung nicht nur, aber auch in unseren Krankenhäusern steht unter Druck und der an sich hohe Standard, den wir in Deutschland haben, muss neu erkämpft werden. Die Weichen müssen neu gestellt werden. Ja, und Bund und Länder müssen an einem Strang ziehen. Wir ziehen an einem Strang, manchmal nicht gleichzeitig in dieselbe Richtung, aber dann immer wieder starten wir aufs Neue. Ja, das Krankenhaustransparenzgesetz will hier einen Beitrag leisten und die Intention, wir haben es gehört, ist richtig, aber so wie es vorgelegt ist, schafft es nicht mehr Transparenz, sondern es stiftet Verwirrung. Aus gutem Grund hat der Gesundheitsausschuss mehrheitlich die Anrufung des Vermittlungsausschusses empfohlen, weil natürlich Transparenz sehr wichtig ist. Wir wollen zum einen gut versorgte Bürgerinnen und Bürger und zum anderen sollen sie wissen, vor allem wenn sie wählen, wo sie hingehen. Aber es muss auch klar sein, dass das, worüber informiert ist, stimmig ist. Wenn dieses Gesetz so in Kraft trete, wäre genau diese Stimmigkeit nicht erreicht. Die Defizite sind, das Defizit ist, die Zuordnung von Leistungsgruppen, über die wir uns gerade verständigen, was ein großer Erfolg ist. Da möchte ich mich ausdrücklich beim Bundesminister und auch bei NRW bedanken. Sie haben vor allem NRW Vorarbeit geleistet, vor allem auch bei allen Ländern, dass wir uns in den Eckpunkten verständigen konnten, dass wir die Strukturqualität dieser Leistungsgruppen einvernehmlich gestalten wollen. Aber die Zuordnung der Leistungsgruppen ist der Kerninhalt der Reform. Dieses Gesetz tut so, als gäbe es diese Leistungsgruppen schon. Das ist nicht der Fall. Es werden Annahmen hochgerechnet und wir haben ja bei jetzigen Modellrechnungen, die uns vorgelegt werden, schon sehr viele praktische Fehler erlebt. Die Zuweisung
durch den Bund greift in die Planungshoheit der Länder ein. Wir haben viele Vorschläge gemacht. Wir haben gesagt, lassen Sie uns dokumentieren, wie wir die Abteilungen darstellen, die Fachabteilungen, die definieren wir. Und sobald wir im Prozess das verändert haben, holen wir das nach und definieren es als Leistungsgruppen. Das war bisher leider nicht zu einigen, obwohl es sehr praktisch plausibel ist und das Ziel von Offenheit und Information wirklich nachkommt. Und ich glaube, deswegen müssen wir noch mal in den Vermittlungsausschuss. Es kommt noch etwas dazu. Der Bund verspricht bessere Liquidität. Auch ich habe von der PE, von der Protokollerklärung Kenntnis genommen. Da sind Punkte richtig nominiert, hätten wir aber schon längst abräumen können. Wir müssen das so abräumen. Aber Sie wissen auch, dass diese versprochene Liquidität nur ein vorgezogener Teil ist von Mitteln, die den Kliniken ohnehin zustehen. Das ist kein neues zusätzliches Instrumentarium. Auch hier gilt, hier müssen wir eine vollständige Berücksichtigung der Lohn- und Sachkostenleistungen hinbekommen, so wie es auch Kollege Laumann vorher formuliert hat. Auch hier ist das eine in der Intention richtig, indem man sagt, wir ziehen Mittel vor, um vielleicht den größten Druck aus dem System zu nehmen, aber es ist keine systemische und systematische Änderung. Deswegen, wir haben, glaube ich, sehr viele gute Vorschläge beim Transparenzgesetz gemacht. Gehen Sie mit uns in den Vermittlungsausschuss, dann wird es ein Transparenzgesetz, das den Namen verdient. Herzlichen Dank. Ja, danke Ihnen. Und es geht weiter mit Frau Staatsministerin Gerlach aus Bayern. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle wissen, den Krankenhäusern steht das Wasser bis zum Hals. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet bis Ende dieses Jahres mit einem bundesweiten Defizit von 10 Milliarden Euro. Und die Ursachen sind bekannt. Es sind weniger Fälle, mehr Kosten. Zwar haben der Bund und zusätzlich auch zum Beispiel der Freistaat Bayern Härtefallhilfen zur Unterstützung der Krankenhäuser geschaffen, aber diese finanziellen Hilfen, die reichen nicht, um die bisherigen und auch die zu erwartenden Kostensteigerungen verlässlich abzudecken. Auch die weiter angekündigten Maßnahmen des Bundes zur Liquiditätsverbesserung, etwa die vorgesehene Regelung zur schnelleren Finanzierung von Pflegekosten, die lösen unsere Probleme nicht. Denn Tatsache ist, die Liquiditätsverbesserungen, da ist kein einziger Cent frisches Geld dabei. Den Krankenhäusern wird dadurch nur die Mittel, die ihnen ohnehin zustehen, früher ausgezahlt. Die strukturelle Unterfinanzierung, die wir haben, wird damit einfach nicht beseitigt. Meine Damen und Herren, unsere Krankenhäuser brauchen schnellstens echte zusätzliche Unterstützung. Sonst werden die vielen Krankenhäuser die geplante Reform gar nicht erst mal miterleben. Es drohen insolvenzbedingte Schließungen und dringend benötigte Versorgungsstrukturen, die dann wegfallen würden. Einen solchen kalten Strukturwandel, der uns da eventuell bevorsteht, den müssen wir unbedingt verhindern. Und Lippenbekenntnisse helfen uns da auch nicht weiter. Deshalb wollen wir heute noch mal ganz dringend an den Bund auch als Länder appellieren. Wir brauchen ein Soforthilfeprogramm zur wirtschaftlichen Stabilisierung der Krankenhäuser in Höhe von 5 Milliarden Euro. Die Vergütungsregelungen müssen angepasst werden, um ab 2024 Sachkosten- und Tariflohnsteigerungen auch außerhalb des Pflegebudgets vollständig und vor allem auch zeitnah finanzieren zu können. Die verkürzten Zahlungsfristen von Krankenhausrechnungen müssen verstetigt werden, und zwar nicht nur für ein Jahr. Denn klar ist, bei der Betriebskostenfinanzierung ist der Bund gefordert. Der Kollege Laumann hat es vorhin sehr eindrücklich beschrieben, und dieser Aufgabe kommt er definitiv nicht nach. Weniger erstaunlich ist, dass Bundesminister Lauterbach bei den gestrigen Bund-Länder-Gesprächen zur Krankenhausreform Finanzierungsfragen im Grunde genommen völlig ausgeklammert hat. Und jetzt ist es, wie ich finde, ein sehr durchsichtiges Manöver, vergütungsrelevante Aspekte ins Gesetz zu ziehen, um auf diese Weise verhindern zu wollen, dass das Krankenhaustransparenzgesetz im Vermittlungsausschuss landet. Aber genau da gehört es hin.
Genau da gehört es hin, weil es die Krankenhausreform in zentralen Teilen für uns vorwegnimmt. Ist in der Sache im Grunde genommen kaum Neues bringt, weil nahezu alle Daten ja schon verfügbar sind und der Erkenntnisgewinn möglichst gering ist. Eines möchte ich unmissverständlich klarstellen, auch dem Freistaat Bayern, und ich denke, da spreche ich für alle meine Länderkolleginnen und Kollegen, ist Transparenz über die Leistungen der Krankenhäuser ein wirklich wichtiges Anliegen. Tatsache ist aber, in der jetzt vorgelegten Form des Gesetzes wird vor allem transparent, an welchen gravierenden Mängeln dieses Gesetz leidet. Zum einen macht der Bund den zweiten Schritt vor dem ersten, denn sinnvollerweise kann eine Veröffentlichung von Leistungsgruppen erst dann erfolgen, wenn die Zuordnung der Leistungsgruppen final durch die Planungsbehörden, also die Länder, erfolgt ist. Deswegen muss die Veröffentlichung unbedingt verschoben werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist zum anderen der massive und in seinem gesamten Ausmaß auch noch gar nicht absehbare zusätzliche bürokratische Aufwand für die Krankenhäuser. Um Qualität sicherstellen zu können in den Krankenhäusern, braucht es die Hand am Bett und nicht am Tablet. Es braucht weniger Meldepflichten für die Häuser und erst recht keine Doppelstrukturen in der Dokumentation. Noch ein Wort vielleicht zu den sogenannten Leveln. Wir hier in Bayern haben große Bedenken, vor allem mit der dadurch verbundenen Steuerungswirkung. Die Krankenplanungshoheit der Länder beinhaltet vor allem die Entscheidung darüber, und das ist entscheidend für uns Länder, wie und nach welchen Kriterien Krankenhäuser unterschiedlichen Versorgungsstufen zugeordnet werden. Diese gesetzgeberischen Unzulänglichkeiten gehen einzig und allein zu Lasten unserer Kliniken, der dort Beschäftigten und damit natürlich auch der Menschen in unserem Land. Das Gesetz braucht eine klare Ausrichtung auf eine verständliche Information für die Bürgerinnen und Bürger. Ein überbordender bürokratischer Aufwand, der muss verhindert werden, muss vermieden werden. Und Patientenströme, die dürfen auch nicht irgendwie fehlgeleitet gesteuert werden. Mit Blick auf uns Länder, der Bund hat, und das ist nicht nur mir wichtig, die Länderzuständigkeit für die Krankenhausplanung zu respektieren. Daher muss das vorliegende Gesetz dringend im Vermittlungsausschuss überarbeitet werden, wie wir finden. Vielen Dank. Danke. Und als nächstes spricht der Staatsminister Klose aus Hessen. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Hessen hat die Ziele der Krankenhausreform von Beginn an konstruktiv unterstützt. Wir alle wissen sehr genau, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und gerade uns Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister treibt die Sorge um die Krankenhäuser um. Zu viele stehen derzeit vor existenziellen Bedrohungen und deshalb müssen wir diese Reform jetzt anpacken. Und dann in der Tat in ihr auch mehr Chance als Bedrohung sehen. Und das ist auch der Grund, warum wir so intensiv ringen. 2/3 der Allgemeinkrankenhäuser beurteilen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als schlecht oder sehr schlecht. Und die Gefahr derzeit ist ja, dass auf der Strecke, bis die Reform greift, Kliniken verloren gehen, die ihre Betriebskosten nicht refinanzieren können. Auch Kliniken, die für die Notfallversorgung unverzichtbar sind. Und um gleich einer Legende auch vorzubeugen, Hessen hat seine Hausaufgaben gemacht. In dieser Legislaturperiode haben wir die Investitionsfördermittel auf 390 Millionen Euro verdoppelt. Wir erwarten aber genauso, dass auch der Bund seinen Verpflichtungen zur Deckung der Betriebskosten nachkommt. Und wir wollen hier den zweiten Schritt nicht vor dem ersten gehen. Vor dem Transparenzgesetz muss die Zuordnung der Leistungsgruppen durch die Länder stehen. Und das ist Sache der Länder, denn sie haben die Planungshoheit. Und deshalb ist auch aus hessischer Sicht die Anrufung des Vermittlungsausschusses notwendig. Die Kliniken brauchen aber auch ein Vorschaltgesetz im Vorfeld der Krankenhausreform, um einer kalten Marktbereinigung entgegenzutreten. Und dazu muss der Bund eine Anpassung der Landesbasisfallwerte an die inflationsbedingt gestiegenen Kosten vornehmen und ein Soforthilfeprogramm für Krankenhäuser in finanziellen Schwierigkeiten auf den Weg bringen. Die Krankenhauslandschaft wird sich unstreitig verändern. Die Frage ist eben nur, ob wir diese Veränderung in einem so wichtigen Bereich der Daseinsfürsorge dem Markt überlassen und über uns hereinbrechen lassen wollen oder
ob wir diese Veränderung steuern und gestalten wollen. Wir wollen Letzteres. Vielen Dank. Besten Dank. Und nun spricht Frau Ministerin Professor von der Decken von Schleswig-Holstein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir arbeiten derzeit an einer Krankenhausreform. Sie muss von Bund und Ländern gemeinsam getragen werden, da der Bund für die Krankenhausfinanzierung und die Länder für die Krankenhausplanung zuständig sind. Die Krankenhausreform wird aber erst in einigen Jahren Wirkung entfalten. Und bis dahin müssen die Krankenhäuser überleben, damit wir die Krankenhauslandschaft geordnet umstrukturieren können. In der Zwischenzeit zeichnet sich aber ein unkontrolliertes Krankenhaussterben ab. Eine mittlere zweistellige Zahl von Krankenhäusern hat bereits Insolvenz angemeldet. Diese Entwicklung ist angesichts gestiegener Energiepreise, Inflation und höherer Tarifabschlüsse keine Überraschung. Deshalb hatten die Länder von Anfang an eine Übergangsfinanzierung gefordert. Zwar hat der Bund nach mehrfacher Aufforderung der Länder für Oktober 2022 bis April 2024 bis zu 6 Milliarden Euro für gestiegene Energiekosten bereitgestellt. Das reicht aber nicht. Anfang August habe ich daher dem Bundesgesundheitsminister in einem Brief mehrere konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Passiert ist aber wenig. Im Krankenhaustransparenzgesetz sind nun lediglich Maßnahmen zur schnelleren Mittelbereitstellung vorgesehen. Das ist gut, aber das sind keine zusätzlichen Gelder. Sie stehen den Krankenhäusern ohnehin zu. Und deshalb wendet sich Schleswig-Holstein zusammen mit Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen-Anhalt erneut an den Bund. Wir fordern ein einmaliges Nothilfeprogramm über 5 Milliarden Euro. Und für eine nachhaltige Finanzierung der Krankenhäuser fordern wir eine Anhebung des Landesbasisfallwertes um 4%, die regelhafte Finanzierung der vollen Tarifsteigerungen auch außerhalb des Pflegebudgets, eine vollständige Refinanzierung der durchschnittlichen Kostensteigerungen und eine Verstetigung der kurzen Zahlungsfristen von Krankenhausrechnungen. Ein kalter Strukturwandel muss verhindert werden und ich bitte daher um Ihre Zustimmung zu unserem Entschließungsantrag. Losgelöst von der Krankenhausreform möchte der Bund die Transparenz der stationären Versorgungsqualität erhöhen. Grundsätzlich ist das gut. Wir sind auch für Transparenz. Allerdings begegnet der Gesetzesentwurf massiven rechtlichen Bedenken und ich nenne nur zwei. Erstens ist die Reihenfolge falsch. Erst muss eine Übergangsfinanzierung, dann eine Krankenhausreform und dann ein Transparenzgesetz kommen. Zweitens können im Transparenzverzeichnis nur die Leistungsgruppen abgebildet werden, die den Krankenhäusern zuvor von den Ländern zugewiesen worden sind. Der Bund möchte jedoch selbst vorab eine solche Zuordnung vornehmen. Das ist ein verfassungswidriger Eingriff in die Krankenhausplanungskompetenz der Länder. In einer Protokollerklärung zum Krankenhaustransparenzgesetz stellt die Bundesregierung nun einzelne Vorhaben zur besseren Finanzierung der Krankenhäuser vor. Diese bleiben allerdings nicht nur weit hinter unserem Entschließungsantrag zurück. Sie sind darüber hinaus zu vage. Um wie viel Prozent soll der Landesbasisfallwert denn erhöht werden? Sie lassen wichtige Kosten außen vor, die Sachkosten, die ein Drittel der Kosten ausmachen, und sie kommen zu spät, frühestens ab 1. Juli 2024. Die Protokollerklärung löst die Finanzierungsprobleme der Krankenhäuser nicht. Die Lösungen finden sich in unserem Entschließungsantrag. Ich bitte Sie daher um Zustimmung zur Anrufung des Vermittlungsausschusses. Dort können wir nicht nur das Transparenzgesetz grundlegend überarbeiten, sondern auch die Übergangsfinanzierung der Krankenhäuser ausreichend, präzise, rechtzeitig und rechtlich verbindlich regeln. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und nun spricht Frau Senatorin Schlotzhauer aus Hamburg.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe überlegt, ob ich hier reden soll und jetzt stehe ich vor Ihnen und spreche frei, weil ich doch auch hier die Länder vertrete, die eben heute nicht für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen werden. Wir haben mit dem Krankenhaustransparenzgesetz in der Tat mit dem Bund sehr hart gerungen. Bereits im ersten halben Jahr in den Verhandlungen um das neue KHVVG. Aber eines hat der Bundesminister immer deutlich gemacht, nämlich, dass er dieses Transparenzportal möchte. Und auch wir haben zahlreiche Vorschläge gemacht, um dieses Transparenzportal zu erreichen. Ich glaube aber, dass wir in den Verhandlungen um das KHVVG dazu kommen werden, dass wir eine Einheitlichkeit und ein Übereintreffen der Informationen aus dem Transparenzgesetz und dem Krankenhausgesetz erreichen können in Verhandlungen. Und insofern ist das Inkrafttreten des Transparenzgesetzes, wo uns der Bundesminister maßgeblich entgegengekommen ist, ein Zeitpunkt, den wir alle, jedenfalls einige Länder, die ich hier vertrete, akzeptieren können. Ich bin im Übrigen sehr froh, dass es diese Protokollerklärung des Bundesministeriums gibt und der Bundesregierung. Sie wird dazu führen, dass ab Mitte des Jahres nächsten Jahr die Krankenhäuser eine Erhöhung des Landesbasisfallwertes erhalten können. Das war eine ganz maßgebliche Forderung der Krankenhäuser und wir können sie mit dieser Protokollerklärung erreichen. Und ich möchte eine strategische Frage stellen, die wir uns hier alle beantworten müssen. Was ist das beste Ergebnis, was wir in dieser Verhandlungssituation erreichen können? Ich finde, wir haben ein solches Ergebnis erreicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Auseinandertreiben der Länder durch die Anrufung des Vermittlungsausschusses ein Erfolg wird. Herzlichen Dank. Und nun spricht Herr Minister Dr. Philippi aus Niedersachsen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, unzweifelhaft, und das haben alle hier bestätigt in ihren Reden, die deutsche Krankenhauslandschaft befindet sich aktuell bei der Finanzierung der bestehenden Ausgaben in einer erheblichen Ausnahmesituation. Viele von Ihnen wissen, dass ich von meinem jetzigen Ministeramt als Arzt in einem Krankenhaus und in einem MVZ tätig war. Ich befinde mich deshalb in der mehr oder weniger privilegierten Lage, die bestehende Situation auch aus einer berufspraktischen Perspektive beurteilen zu dürfen. Die Pandemie, der Kampf um die besten Köpfe, die Energiekrise infolge des Krieges der Ukraine, die enormen Preissteigerungen bei Personal und Sachmitteln haben das bestehende Finanzierungssystem an seine Grenzen gebracht und viele Einrichtungen damit an den Rand der Finanzierbarkeit ihrer Aufgaben. Eines der zentralen Instrumente, der Landesbasisfallwert, der vor allem dazu dienen sollte, voraussichtliche allgemeine Kostenentwicklungen im DRG-System zu berücksichtigen, trägt den aktuellen Herausforderungen der Krankenhausfinanzierung nicht mehr hinreichend Rechnung. Er ist in seiner jetzigen Grundstruktur nur bedingt geeignet, die Vielzahl der außerordentlichen Faktoren zu begegnen. Der Antrag von 8 Ländern, federführend von Nordrhein-Westfalen, auf wirtschaftliche Sicherung und dauerhafte Refinanzierung aktueller sowie zukünftiger inflations- und tarifbedingter Kostensteigerungen zeigt einen Weg für eine auskömmliche Finanzierung der bundesdeutschen Krankenhauslandschaft in dieser Ausnahmesituation auf. Die dort angestrebte Regelung erkennt den Umstand an, dass der aktuelle Instrumentenkasten der bundesdeutschen Krankenhausfinanzierung
für die Kliniken nicht mehr alle Herausforderungen abbildet, denen sich diese in der derzeitigen Lage stellen müssen. Die Konsequenz daraus ist uns allen gut bekannt. Der überwiegende Teil der Kliniken ist defizitär finanziert. In nicht wenigen Fällen drohen Insolvenzen. Diese Situation bedroht regionale und stationäre Versorgung der Bevölkerung in der Fläche und löst nachvollziehbar große Sorgen aus. Es geht für die Menschen in unserem Land um die Sicherheit und die Stabilität der gesundheitlichen Daseinsvorsorge. Vor diesem Hintergrund ist die geplante Krankenhausreform richtig, wichtig, ich würde sogar sagen, unumgänglich. Der Transformationsprozess, der damit einhergeht, muss aber so begleitet werden, dass die Krankenhäuser diese Transformation finanziell auch durchstehen können, bevor die Effekte der Systemumstellung ihre wirtschaftliche Wirkung vollständig entfalten. Ich begrüße daher die vom Bund mit dem Transparenzgesetz angebotene Unterstützung zur kurzfristigen Liquiditätssicherung im Jahre 2024. Das allein wird aber nicht ausreichen. Im Ergebnis wird die angespannte finanzielle Situation der Einrichtungen unter Berücksichtigung dieser Effekte auch in naher Zukunft weiter bestehen. Aus diesem Grund muss ihnen auch in Zukunft wirksam natürlich entgegengetreten werden. Die jetzt beantragte Regelung erfüllt diese Notwendigkeit bei aller Richtigkeit für die Zukunft nur teilweise. Wichtig ist, dass wir hier ein klares und deutliches Signal aussenden und dass wir auf Sicht fahren. Zur nachhaltigen Absicherung dieses Reformprozesses, der die Qualität der Gesundheitsversorgung dauerhaft sichern wird, benötigen wir erstens einen Transformationsfonds, wie in der Protokollerklärung der Bundesregierung zum Transparenzgesetz angezeigt, zielgenau aufgesetzt werden muss. Und zweitens benötigt die stationäre Versorgung eine der Kostenentwicklung angepasste Finanzierung der laufenden Betriebskosten. Meine Damen und Herren, dafür müssen die gesetzlichen Grundlagen des Landesbasisfallwerts reformiert werden und modernisiert werden. Eine erste Anpassung muss spätestens Mitte nächsten Jahres erfolgen. Siehe auch hierzu die Protokollerklärung der Bundesregierung, um Wirkung für den wirtschaftlichen Betrieb der Krankenhäuser zu entfalten. Und das ist das berühmte neue Geld im System von circa hochgerechnet 3 Milliarden Euro. Mit der Anpassung des Landesbasisfallwerts wird sichergestellt, dass insbesondere Tarifsteigerungen im Gesundheitswesen schneller und unterjährig finanziert werden können. Aus Sicht des Landes Niedersachsen nehmen wir mit der angestrebten Regelung die zukünftige Wirtschaftslage der Krankenhäuser in den Blick und stellen sicher, dass der notwendige Transformationsprozess gelingen wird und die gesundheitliche Daseinsvorsorge der Bevölkerung sicher ist und sicher bleiben wird. Wir fahren damit auf Sicht und steuern die Entwicklung im Sinne einer Konvergenzphase bis zum Greifen des KHVVG zielgenau ein. Dieses Signal können wir mit der geplanten Regelung heute ganz klar aussenden und wir können dieses Signal aus Sicht des Landes Niedersachsen unterstützen und aussetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Glück auf. Ja, besten Dank. Jetzt haben wir noch zwei Redner. Es spricht jetzt Herr Minister Professor Hoff aus Thüringen. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben jetzt eine ganze Reihe von auch unterschiedlichen Positionen der Länder gehört und ich bin Frau Senatorin Schlotzhauer durchaus dankbar, dass sie hier auch nochmal eine Position aufgemacht hat, die den Gesetzentwurf unterstützt, auch wenn wir in Thüringen den Vermittlungsausschussantrag unterstützen. Aber Frau Schlotzhauer hat hier eine Position vorgetragen, die ja auch wichtig ist in zweifacher Hinsicht und ich sage das auch in Richtung derjenigen, die auf der Besucherinnen- und Besuchertribüne zuhören und versuchen sozusagen den Gesamtkomplex hier zu erfassen. Also wir reden ganz offensichtlich über die Situation der Krankenhäuser in den Ländern und die Zuständigkeit für die Krankenhäuser ist eine Aufgabe, die den Ländern obliegt. Und es ist schon bei der Schaffung des Grundgesetzes zwischen dem Bundestag
und dem Bundesrat eine Einigungsinstitution geschaffen worden. Das ist der Vermittlungsausschuss und dessen Funktion besteht eben darin, wenn der Bundesrat in seiner Mehrheit zu einem bestimmten Gesetz eine Kontroverse hat und das Gefühl hat, dass es eben nicht das beste Verhandlungsergebnis ist, von dem Frau Schlotzhauer gesprochen hat, dann muss es eine Vermittlungsinstitution und eine Einigungsinstanz geben, in der man versucht, dies herzustellen. Das ist der Vermittlungsausschuss. Wir sind in der letzten Zeit dazu gekommen, dass das ganz oft als so ein Instrument von Niederlage oder Gewinn gesehen wird, ob es einen Vermittlungsausschuss gibt oder nicht. Erstmal muss man festhalten, schon in der Weimarer Reichsverfassung und auch in unserem Grundgesetz gibt es sozusagen abgesicherte Institutionen, die genau so eine Einigkeit herstellen sollen. Das ist der Vermittlungsausschuss. Insofern verliert hier auch nicht der Bundesgesundheitsminister, wenn der Bundesrat sich heute mehrheitlich entscheiden sollte, den Vermittlungsausschuss anzurufen, sondern es geht darum, dass man das Beste aus einem Verhandlungsergebnis herausholt. Und das Beste ist eben, sollte der Vermittlungsausschuss hier angerufen werden, auf der Basis der bisherigen Verhandlungen nicht zustande gekommen. Ich spreche nun als Vertreter des Landes Thüringen und damit auch aus dem ostdeutschen Perspektivenpunkt. Und es wird oft über ländlichen Raum gesprochen, im Verhältnis zu den Ballungszentren. Wenn wir über ländlichen Raum in Thüringen sprechen, sprechen wir über Thüringen. Und insofern ist das, was hier in dieser Krankenhausreform behandelt wird, etwas, was den gesamten Freistaat betrifft. Das betrifft nicht einzelne ländliche Regionen im Freistaat, sondern es betrifft unseren gesamten Freistaat, weil auch unsere Städte im Wesentlichen Landstädte sind. Und vor dem Hintergrund ist es tatsächlich so, dass das Ansinnen des Bundesgesundheitsministers einer großer Zahl von Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitswesen, dass selbstverständlich wir wissen schon seit Jahren, dass die Zahl der Fälle in einem Krankenhaus durchaus auch für die Qualität entscheidend ist. Deshalb ist ja auch das Verfahren des gemeinsamen Bundesausschusses, Mindeststandards zu setzen etc. unterstützt worden. Das ist auch grundsätzlich richtig. Und es ist auch richtig, dass die Vorsitzenden des gemeinsamen Bundesausschusses kritisieren, wenn die Mindestmengenentscheidungen des gemeinsamen Bundesausschusses schon quasi als kalter Strukturwandel diskreditiert werden. Das ist eine Kritik, die ist überzogen. Und gleichzeitig müssen wir uns eben mit den Folgen auseinandersetzen. Und hier stellen wir fest, dass das, was die bisherigen Reformansätze des Bundesgesundheitsministeriums sind, darauf abzielen, dass es eine Konzentration und Ballung der stationären Versorgung in großen Krankenhäusern und in den großen Ballungszentren und das ist zulasten des ländlichen Raums geht. Und wenn in Ländern wie in Thüringen und in Ostdeutschland nicht nur über das Verhältnis von Zentrum und Peripherie, sondern über innere Peripherien in ländlichen Räumen gesprochen wird. Das heißt also quasi abgehängte Räume in ländlichen Regionen, dann werden bestimmte Entscheidungen diese inneren Peripherien verstärken und genau daran richtet sich die Kritik und die Protokollerklärung des Bundesgesundheitsministeriums, die dankenswerterweise heute vorliegt, reicht aber nicht aus und es wird im Vermittlungsausschuss auch darum gehen, dass eben tiefer in den Instrumentenkasten gegriffen wird, als das, was die Protokollerklärung derzeit dargestellt hat. Und insofern muss ich auch sagen, wenn ich spitze das zu und der Bundesgesundheitsminister, den ich schätze, wird mir diese plakative Äußerung nachsehen. Aber wenn sich in einzelnen Regionen die Frage stellt, ob es um eine gute Fallzahlenqualität geht, dann werden viele sagen, gar keine Versorgung ist wohl die schlechteste Versorgungsqualität. Und das ist die Fragestellung, die für Regionen in Thüringen und Ostdeutschland steht. Und deshalb wollen wir, dass diese Diskussion hier aufgeführt wird. Und ich will einen weiteren Punkt hinweisen, denn wir müssen uns auch mal zwei, drei Zahlen anschauen. Im Jahr 1992 waren 44,6% der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft. Es sind im Jahr 2022 noch 15,6% der Krankenhäuser. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Krankenhäuser in privater Trägerschaft von 15% auf 39% gestiegen. Das heißt, man muss auch die Frage stellen, unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Einflussnahme auf die Krankenhäuser, wer profitiert eigentlich von dieser Krankenhausreform und auch des ist ein Thema, das wir in dem Vermittlungsausschuss, in den Diskussionen mit in den Blick nehmen wollen. Ich will einen letzten Punkt ansprechen. Die Bundesratspräsidentin, Ministerpräsidentin Schwesig, hat heute in ihrer Rede auch über die weiterhin bestehenden unterschiedlichen Erfahrungen in Ost und West gesprochen. Und Ostdeutschland hat in den Wiedervereinigungsprozess ein erfolgreiches Modell, nämlich das der Polikliniken, eingebracht. Und dieses Modell wurde über lange, lange Zeit diskreditiert, weil es aus dem Osten kam. Man durfte auch darüber nicht reden, sondern es wurde dann der Begriff der medizinischen Versorgungszentren dankenswerterweise
dankenswerterweise eingeführt, der inzwischen ja auch eine Akzeptanz entwickelt hat. Aber die Idee und auch der Begriff der Polykliniken ist in Ostdeutschland weiterhin positiv besetzt. Und deshalb besteht bei uns auch Offenheit für Reformprozess. Und gerade in ostdeutschen Ländern ist es von immenser Bedeutung, einen Instrumentenkasten zu haben, um sektorenübergreifende Versorgung sicherzustellen, ganz besonders in ländlichem Raum. Und deshalb müssen auch die sogenannten Level 1i-Kliniken in den Blick genommen werden. Und auch das wird Gegenstand unserer Diskussion im Vermittlungsausschuss sein. Deshalb, es geht hier nicht um Verlust und Niederlage, sondern es geht um ein bestes Ergebnis in diesem Prozess. Das haben wir auch an anderen Stellen schon gezeigt. Und in diesem Sinne bitte ich dann auch den Bundesgesundheitsminister, die Diskussion mit den Ländern zu führen. Vielen Dank. Das war die richtige Überleitung zum nächsten Redner, nämlich als nächstes spricht der Bundesminister Professor Lauterbach vom Bundesministerium für Gesundheit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine wichtige Debatte. Ich möchte ein paar Dinge klarstellen, auch korrigieren, die aus meiner Sicht wichtig sind, damit wir hier zu einer guten Entscheidung kommen. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Hoff. Sie sagen, es gibt keine Verlierer, es gibt keine Gewinner für so eine Reform. Natürlich ist das so. Es gibt hier Verlierer und Gewinner. Das sind nicht wir, sondern es sind die Patienten. Und die Patienten sind heute in den Reden, die wir gehört haben, so gut wie nicht erwähnt worden, auch in Ihrer Rede nicht. Der wichtigste Punkt ist doch der, wir wollen mit der Transparenz erreichen, dass die Patienten, die zum Beispiel im nächsten Jahr eine Krebserkrankung bekommen, 500.000 Menschen werden erstmalig mit der Diagnose Krebs konfrontiert sein. Denen wollen wir helfen, das richtige Krankenhaus zu finden. Jetzt kann man die Illusion unterhalten, das sind doch alle Krankenhäuser. Deutsche Krankenhäuser sind doch gut. Aber die Sterblichkeitsunterschiede sind zum Teil 100%. Doppelt so hohe Sterblichkeit in Haus A nach B. Die Leute wissen das nicht, die Menschen wissen das nicht. Das sind die Menschen, die mich am Wochenende anrufen und mich fragen, wo kann ich hin, ich habe diese Diagnose. Das wollen wir transparent machen. Darum geht es doch. Und da kann man natürlich sagen, wie Kollege Laumann macht, dann machen wir das später. Wir können doch erst das eigentliche Krankenhausgesetz machen. Was ist denn meine Botschaft für die 1,5 Millionen Krebskranke, die bis dahin diese Information nicht bekommen? Was kann ich dann sagen? Sage ich, ja, die Krankenhäuser sind im Moment in wirtschaftlicher Not. Und weil die Krankenhäuser in wirtschaftlicher Not sind, können wir nicht sagen, welche Krankenhäuser Qualitätsdefizite haben, weil sie füllen sich dann vielleicht nicht mehr. Sind es dann vielleicht Ihre Geschwister oder Eltern, die diese Krankenhäuser in der Übergangszeit füllen sollen? Das kann doch nicht richtig sein. Daher ist diese Transparenz aus meiner Sicht auch ethisch geboten. Und dieses ethische Gebot vertrete ich hier auch nicht nur als Minister, sondern vertrete ich als Arzt, ganz ehrlich, weil ich jede Woche mit diesen Fällen konfrontiert werde. Und wir haben diese Daten, aber wir nutzen sie nicht. Es geht auch nicht um schlechte oder gute Krankenhäuser, sondern es geht darum, welches Krankenhaus ist für welche Leistung gut. Das machen wir transparent. Und darum geht es bei dieser Reform. Ich will auch noch einmal ganz klar sagen, dass es nicht richtig ist, dass dieses System zu wenig Geld hat. Kein Gesundheitssystem in Europa gibt pro Kopf für Krankenhäuser so viel Geld aus wie Deutschland. Wir liegen an der Spitze. Wir haben darüber hinaus die Situation, wir haben für die Energiehilfen, geben wir nochmal 6 Milliarden aus. Im ersten Halbjahr 2023 sind die Ausgaben im Krankenhaussektor um 7% gestiegen. Bei den niedergelassenen Ärzten nur um 1,8%. 420 Millionen Euro hat der Bund zusätzlich gegeben für Kinder- und Gynäkologie. Was haben wir dazu gemacht? Trotzdem ist es so, und jetzt in der Protokollerklärung kündigen wir an, wir werden den Landesbasisfallwert so umändern, dass auch noch die Personalkosten komplett berücksichtigt werden. Und wir kündigen an, es wird einen Transformationsfonds geben. Trotzdem diese großen Defizite. Ja, wie kann denn das sein? Wir geben so viel Geld aus, wie kann es denn sein, dass trotzdem die Defizite da sind? Ist das demnächst besser, wenn der Landesbasisfallwert etwas anders ausgeglichen wird? Nein. Der Hintergrund ist ein anderer. 30% der Betten stehen leer. Und dazu kommt, wir machen mehr stationär, was ambulant gemacht werden könnte, als jedes europäische Land. Würden wir tatsächlich medizinisch indiziert das ambulant machen, was man medizinisch auch ambulant machen sollte, stünden
die Hälfte der Krankenhausbetten leer. Das ist die Situation. Daher brauchen wir eine Strukturreform. An dieser Strukturreform arbeiten wir gemeinsam. Wir haben Eckpunkte beschlossen. In diesen Eckpunkten ist die Art und Weise, wie wir jetzt dieses Transparenzgesetz machen wollen, genauso angelegt, wie ich es heute vortrage. Genauso. Da haben bis auf zwei Länder alle zugestimmt. Jetzt heißt es, wir gehen in den Vermittlungsausschuss. Ich glaube, es ist fair, wenn man miteinander ehrlich umgeht. Ich bin immer klar dazu gewesen, dass mir diese Transparenz zugunsten von Schwerstkranken, die nicht wissen, welche Klinik für sie die beste ist, dass das mir ein wichtiges Anliegen ist. Ich bin auch immer klar gewesen, dass wir das vorziehen wollen. Ich bitte im Sinne auch einer weiteren guten Befassung mit dieser Reform, das Vertrauen nicht abzubauen, indem man den Eckpunkten zustimmt, bis auf zwei Länder. Ein Land hat sich enthalten, eins dagegen gestimmt und dann jetzt diese Reform blockiert, indem man den Vermittlungsausschuss anruft, indem man glaubt, dort das Gesetz zum Teil auch möglicherweise mit fachfremden Argumenten noch zu stoppen. Daher bitte ich um Ihre Zustimmung. Und damit ist die Rednerliste abgeschlossen und wir kommen somit zur Abstimmung. Zunächst zu Punkt 3. Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen vor. Der Gesundheitsausschuss empfiehlt in Ziffer 1 die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Wer stimmt dafür? Es wackelt hin und her. Bitte halten Sie die Hände oben. Das ist eine, das wackelt hin, es ist mal eine Mehrheit, mal ist eine Minderheit, eine Hand geht hoch und runter. Wir müssen jetzt händisch zählen oder per Augenschein. Sind es 35? Wir zählen 35 Stimmen. 35 Stimmen ist eine Mehrheit. Damit hat der Bundesrat den Vermittlungsausschuss angerufen. Die Abstimmung über die in Ziffer 3 empfohlene Entschließung wird bis zum Abschluss des Vermittlungsverfahrens zurückgestellt. Herr Staatssekretär Thorsten Bischof aus dem Saarland gibt eine Erklärung zu Protokoll. Und jetzt kommen wir zur Abstimmung zu Punkt 61. Ausschussberatungen haben nicht stattgefunden. Die antragstellenden Länder haben beantragt, bereits heute in der Sache zu entscheiden. Wer stimmt dafür? Das ist jetzt sehr klar, das ist eine Mehrheit. Dann entscheiden wir heute in der Sache. Wer stimmt für die Annahme der Entschließung? Auch das ist eine sehr klare Sache, das ist eine Mehrheit. Dann ist das so beschlossen. Wir sind am Ende dieses Tagesordnungspunktes angekommen.